Liebe Leute, es geht weiter mit Civ 6 live auf Twitch. YouTube ist auch mit dabei. Große Frage beim Rundenwechsel und Politikkartenwechsel. Wir haben gerade eine Politikkarte bekommen, eine Militärkarte. Setzen wir die ein? Bedienstete hat jede Stadt mit einer Militäreinheit drin. Zum Beispiel hier oben Rock'n'Bull. Eine Annehmlichkeit. Das wäre nicht schlecht, weil wir dann in wahrscheinlich wohl keine Stadt mehr hätten, die unzufrieden wäre. Und es könnte sogar sein, dass irgendwo eine Stadt glücklich wird, denn bei plus 3 Annehmlichkeiten, 3 mehr als man braucht, sind die Bürger nicht mehr zufrieden, sondern glücklich. Und da gibt es auch diverse Ressourcen, diverse prozentuale Bonusse. Ich würde die Militärkarte gerne reinnehmen. Jetzt die Frage, was nehmen wir dafür raus? Ich würde eigentlich die Mauerkarte rausnehmen. Ich weiß, wir haben 19 Runden noch Zeit, um hier vorne die Stadtmauergeschichten so am Stück mal zu bauen. So zumindest eine oder zwei Stadtmauern. Die einfache oder die mittelalterliche in jeder Stadt. Mit diesem Bonus. Das müssen wir aber nicht jetzt machen. Es gibt so viele spannende Bauprojekte, Campusdistrikte, Schiffswerften und so weiter. Wir nehmen die Mauerkarte mal raus. Den Limes und setzen die bedienstete Karte rein. Sie denn? Da unten. Und das gibt die Annehmlichkeit und die von der Karte hier oben profitieren 3 Städte mit Hafen oder Hafengebäuden im Bau und der Rest bleibt so. Okay? Ja? Mit der Begründung gehen wir jetzt nochmal alle Städte durch. Pausieren gegebenenfalls. Fangen wir in der Hauptstadt in London an. Die Mauern. Schiffswerft. Schön schnell. Campus. Schiffswerft 19 Runden. Nachbarschaftsbonus von plus 3 nach Fertigstellung von plus 6. Aber der Campus hat einen riesigen Bonus hier. Machen wir danach. Hier lassen wir die Mauer mal weg. Hier ist ein Händler. Hatten wir einen Platz für einen Campus? Noch, doch, hier oben. Da sollte der hin. Und wann kommt das Geländefeld regulär dazu? Gar nicht. Mit ein bisschen Glück kommt es nächste Runde dazu. Weil das, nee, das ist zweiter Ring. Das kommt zuerst und das ist dritter. Wir brauchen aber das Feld hier hinten. Ja, dann setzen wir hier oben den Campus hin. Leider teuer Geld, einmal kaufen. Ich würde es trotzdem machen. Weil mit Schiffswerft ist hier nicht viel. Ich könnte höchstens einen Hafen hier direkt neben den Vulkan bauen, aber ob das so zielführend ist, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Rock'n'Bull, mittelalterliche Mauern, die sollen pausieren. Schiffswerft geht rein. Nachbarschaftsbonus ist nur bei plus 2. Aber können wir trotzdem machen. Da sind die Mauern. Mauern raus, Uni rein. Schiffswerft und Hafen hier nicht möglich. Aquädukt, das wollten wir bauen, um eine Annehmlichkeit, etwas Wohnraum zu bringen. Die Schiffswerft können wir. Der Leuchtturm ist noch gar nicht da. Soll das Aquädukt durchziehen? Das wollten wir bauen, um das Industriegebiet hier zu boosten, das dann hier entstehen wird. Ich würde auch hier sagen, Aquädukt ist okay, dafür eben, aber Leuchtturm hat Vorrang. Dann weiter gucken, nächste Stadt, Silver Sea, Bibliothek, Stadtmauern. Gucken wir dann, wenn es fertig ist, mittelalterliche Mauern, einmal raus, Campus zuerst. Hier, Royal Navy Werft, 8 Runden. Einen guten Platz, ich weiß, das ist irgendwie Quatsch, da eine Werft hinzusetzen, aber die ist im Handumdrehen gebaut. Und das wird der Stadt dann auch Wohnraum bringen und dauert ja nur 8 Runden. Alternativ wäre auch hier ein Campus-Distrikt,
Der ist aber schon im Bau in 12 Runden und wir könnten die Royal Navy Werft hier zumindest schon mal platzieren. Und sagen, hier kommt ihr hin. Ich würde es machen. Weil das wir einen Handelsdistrikt hier bauen, glaube ich nicht. Hier gibt es nichts, was Nachbarschaftsbonus dafür geben könnte. Normalerweise baut man da, wo Flüsse sind. Ich würde hier eine Royal Navy Werft mitten in den Binnensee reinklatschen. Würde ich machen. Eine Wassermühle für die Uni, das verstehe ich nicht, Wobifisch. Das musst du mir erklären. Weil die Unis, also falls du das Heureka meinst für die Universitäten, die haben wir schon freigeschaltet. Bauen wir hier die Royal Navy Werft als nächstes hier hin. Eingefrorene Baukosten. Vielleicht bauen wir die Bibliothek dann zuerst. Dann in Milk and Honey, Royal Navy Werft, alles korrekt. Ebenfalls. Da sind wir am Ausgangspunkt beim Siedler. Noch hier vielleicht Waldstadt. Am halbwegs am Wasser nachher noch einen Hafen hingesetzt. Hätte allerdings nur in einer Nachbarschaftsbonus. Weil die Stadt selber nicht an der Küste steht und wir hätten ja eine Ressource, eine Wasserressource, einen Nachbarschaftsbonus. Es wäre erbärmlich. Deshalb hatten wir hier oben auch eigentlich eingestellt ein Handelszentrum. Aber so können wir es jetzt lassen. Eins weiter. Ah ja, ich habe den Gouverneurstitel gerade vergessen. Oliven, eine Salpeter. Also die Oliven zu verkaufen ist okay. Das große Werk hier gibt im Augenblick nicht viel Tourismus, irgendwann sehr viel. Insgesamt hat er nicht sehr viel Geld. Und wir haben, also wir haben zwei Salpeter, glaube ich, pro Runde. Aber wir haben noch eine zweite Salpetermine, die können wir demnächst bauen. In ein paar Runden und dann hätten wir vier Salpeter. Wir könnten das mal. Ach, die Allianzen haben wir auch vergessen, stimmt. Allianzen müssen wir noch machen und den Gouverneurstitel. Bin nicht sicher, ob sich das lohnt. Ich würde es erstmal nicht machen. So, jetzt schauen wir mal als erstes, welchen Gouverneurstitel wohin. Ich würde mal gerne mit euch über Liang nachdenken. Die gibt eine Extraladung für den Handwerker, der in dieser Stadt entsteht. Bezirke könnten schneller gebaut werden ab der ersten Beförderung und das hier nennt man in der Regel Aquakultur. Eine Stadt mit sehr, sehr vielen Küstenfeldern hätte dann, wenn sie vor Ort ist und vor allem, wenn sie nicht nur vor Ort ist während des Baus, damit der Bau möglich ist, sondern danach auch vor Ort bleibt, mit der Aquakultur eine ungewöhnliche, einzigartige Modernisierung auf den Küstenwassern, die sehr, sehr lange sehr attraktiv bleibt. Erst im Late Game, wenn neue Modernisierungen für die Küstenfelder möglich sind, verliert die Aquakultur an Relevanz. Wo könnten wir sie denn hinsetzen? Ich weiß, viele von euch spielen auf über verstärktes Material und gucken, ist da irgendwo ein Vulkan an der Ecke und kann da irgendwie schützen, aber ich mache das selten. Ich würde eher auf Aquakultur gehen. Und dafür müssen wir uns eine Küstenstadt aussuchen. Das könnte Bullhaven sein. Hier vorne. Weil Bullhaven hat hier im zweiten Ring einiges an spannenden Geländefeldern hier drumherum. Bullhaven könnte das sein. Garten Eden könnte das sein. Gerne eine Stadt, die jetzt schon relativ groß ist. Das wäre Bullhaven. Ja? Ich halte das für eine gute Idee. Rainer-Gebiet? Ach so, wegen den Dschungelfeldern meinst du, North Bome, ne? Weil Rainer irgendwann dank der Forstverwaltung auf noch nicht modernisierten Geländearten plus 2 Gold gibt. Aber erstens mal, wenn man diese Beförderung holt, dann sich in der Regel erst spät. Und das macht außerdem hier in dieser Spielphase wenig Sinn, weil in Kürze, also irgendwann demnächst, bekommen wir den Merkantilismus, eine kulturelle Inspiration, eine Forschung.
Und die erlaubte uns, dass wir auch auf Dschungelfeldern Sägewerke bauen können. Und dann bekommen wir hier überall plus zwei Produktionen. Das ist spannender als Renner. Deshalb würde ich das nicht machen. Ich würde es hier vorne machen. Ach, Northbourne redet über ein anderes Thema anscheinend. Achso, du meinst das hier mit dem verdoppelten Nachbarschaftsbonus hier. Ja, bis das mal drankommt hier mit dem Hafenbonus. Ja, hoher Bonus, jetzt schon bei 5 mit der Politikkarte, wenn wir bei plus 10, das dann nochmal verdoppelt, wäre plus 20. Ja, okay, dadurch kriegst du mich. Dann könnte das ausnahmsweise mal ein mega guter Standort sein für Rainer. Das könnten wir machen, ja. Und die Stadt wird auch relativ groß für den Steuereintreiber. Und Liang, wo kommt Liang dann hin? Hier vorne hin? Eher nicht, ne? Weil hier haben wir viele Felder, die auch innen drin viel Sinn ergeben. Wo könnten wir denn Liang dann hinpacken? Mit der Aquazucht. Rock'n'Bull? Das sind Riffe. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob man Fischzucht auf Riffen setzen kann. Und das sind auch gar nicht so viele Felder. Was dann noch übrig bleiben würde, wäre Milk and Honey. Denn hier sind auch, das sind Seefelder und keine Küstenfelder, aber die Aquazucht kann man, glaube ich, auch auf Seefeldern bauen. Ich glaube ja, ne? Wir gucken mal kurz in der Zivilopädie nach. Wird nicht erklärt. Schade. Ja, hier könnten wir die aber hinschicken. Das wäre okay. Wir haben kaum Landfelder. Hier ein bisschen zu viel Wüste. Portland auch. Portland oder Milk and Honey. Dann ist die Frage, wie setzt man zuerst einen von den beiden? Reina oder Liang? Ich glaube, ich würde wegen den Grundstückserwerb ist die Basisbeförderung bei Rainer. Stadt erwirbt neue Geländefelder schneller. Ich glaube so um die 20% schneller, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das könnte man bei Milk and Honey dann. Hier vorne Rainer bei Bull. Hier braucht man das nicht. Hier gibt es kaum noch Geländefelder. Wir müssen aufpassen, dass uns hier keine Felder gemobst werden von den Nachbarn. Google sagt, es geht. Küste und See. Danke, Schattenfuchs. Dann würde hier vorne Liang hinkommen. Obwohl die Gouverneurin 4 Wohnraum, 2 Annehmlichkeiten. Dafür ist die Stadt eigentlich zu klein. Wir könnten auch nach Portland gehen. Wie hoch ist denn der Nahrungszuwachs pro Runde? Plus 11. Die Stadt wächst schnell wachsen. Und hier plus 8. Produktion 10, Produktion 8. Ja, man kann beides begründen. Was würdet ihr als erstes machen? Rainer oder Liang? Ganz schnell Feedback aus dem Chat. Was ist unsere erste Gouverneurin? Liang oder Rainer? Liang, Einsatz in Milk and Honey. Rainer, Einsatz in Bullhaven. Aber denkt dran, die zweite Stufe, also die Beförderung, die es so richtig spannend macht, die brauchen wir später erst. Also ich bin angesichts der 4 Wohnraum und 2 Annehmlichkeiten-Sache dafür, dass wir erstmal die größere Stadt Bullhaven pushen. Chat ist sich hin und her gerissen. Dann nehmen wir die hierfür und das ist Rainer. Weil dann greift der mittelbare Bonus, den der Regierungsplatz mit dem Audienzsaal gibt, schon in 5 Runden. Stadt hat 4 Wohnraum und 2 Annehmlichkeiten. Royal Navy Werft ist da. Ein Leuchtturm bitte hinterher. Ja, der Leuchtturm hilft beim Thema Wohnraum. Wir könnten auch einen schnellen Kornspeicher noch davor packen. Er gibt auch 2 Wohnraum und eine Nahrung. Da ist der Handwerker. Hier vorne hin bitte. Einmal einen Bauernhof. Wird er auch genutzt? Noch nicht. Jetzt aber.
Der Lehrer ist ausgeheilt. Die kann wieder rausfahren. Na, hoppla, Entschuldigung. Es kam sehr plötzlich gerade. Danke an Chiron. An Chiron für... an Rindkorane fürs Chiron. So rum funktioniert der Satz. Und danke an die Alpha-Ratte fürs 19. Abonnement hier. Danke euch zwei beiden. Ja, die Allianzen. Und noch irgendeine Kleinigkeit war da, ne? Achso, die Oliven nochmal kurz überprüfen. Ob wir die... Wir checken vor den... Wir checken erstmal die Allianzen. Hier kann man eine Allianz machen. Erstmal, man braucht eine Freundschaft und dann kann, danach kann man eine Allianz abschließen. Und die Allianzen kann man nur mit denjenigen abschließen, die selber auch die Allianzen erforscht haben. Deshalb gucke ich im Augenblick, ob das bei denen, mit denen wir befreundet sind, schon der Fall ist. Das ist bei allen Vieren der Fall. Was einerseits schön ist, andererseits auch verstörend, weil es heißt, dass die mit ihrer Forschung schon so weit sind. Hier kann man gar nichts machen. Hier wird noch nicht mal die Freundschaft klappen, denke ich. So, jetzt ist die Frage, was wollen wir mit wem? Wir wollen sicher keine Kulturallianz haben mit Genghis Khan. Wir wollen nicht, dass seine Städte davor geschützt sind zu flippen. Das ist der Vorteil bei einer Kulturallianz. Gibt es jemand auf der anderen Seite, bei dem wir sagen, der soll vor dem Flippen vor uns geschützt sein? Für 30 Runden, solange wie die Allianz läuft. Also, ich denke über die Gallier nach. Da ist die Hauptstadt. Jetzt wissen wir nicht, wie es hier aussieht. Wir gehen mal gucken. Kommt man hier hin? Ach, wir haben keine offenen Grenzen mit ihm. Aber jetzt. Wir gehen hier mal gucken. Eine Stadt mit 6 Einwohnern. Unter einem coolen Weltwunder. Ist das Machu Picchu? Jawohl, ein Weltwunder, das Bezirken in der Nähe von Gebirgen, manchen Bezirken, coole Erträge, extra Erträge gibt. Ja, also die Kulturallianz, klar, eigentlich, wir könnten, ist eigentlich witzlos. Weil wir bedrohen die nicht, die bedrohen uns nicht. Vielleicht bedrohen wir die irgendwann. Lass uns mal offensiv denken. Wir suchen mal irgendjemand, vielleicht hier vorne. Falls wir hier siedeln wollen und laut der Kontinenteansicht wollen wir gerne dort ein paar Städte setzen. Gibt es hier jemand, der hier in der Nähe ist und der mehr Kulturdruck hat als wir? Eventuell auf uns Druck ausüben könnte. Jawohl. Hannibal, lieben Dank fürs erste Abo. Willkommen in unseren Kreisen an Hannibal. Dann machen wir das mit denen hier, mit Äthiopien. Weil die haben ja potenziell viel mehr Kulturdruck auf uns, wenn wir in der Nähe wären, als auf die. Wir machen das hier vorne. Eine Kulturallianz mit den Äthiopiern, wenn die sich drauf einlassen. Und wenn die noch keine haben, sie haben noch keine. Ja. Machen wir. Das war die erste Allianz und das brachte zugleich eine Inspiration für den diplomatischen Dienst hier. So, wen aber sonst noch? Wer ist militärisch führend weltweit? Wen hätten wir gerne als Militärpartner? Eigentlich niemand. Wer ist in unserer Nähe und hat relativ viel Forschung? Das ist potenziell so ein cooles Ziel für eine Forschungsallianz. Dann werden Handelsrouten zu uns rübergeschickt und mittelfristig, wenn man eine Forschungsallianz hat mit einer Fraktion, die mehr Technologien schon hat, als man selber, profitiert man dann auf höheren Stufen davon. Die klügsten Köpfe weltweit sind die Sumerer. Die Äthiopier sind für uns schon weg. Ambiorix hat 28, Texte hat 30. Gilgi, mit Gilgi hat sehr viel Forschung. Mit Gilgi eine Forschungsallianz, ja? Okay. Hallo Ditscher, wie das sind die jetzt, zeigt ja was. Da wird erklärt, wie man die Punkte sich hier oben anzeigen lassen kann.
Eine Forschungsallianz mit GG. Dann bleiben noch für zwei weitere Allianzen drei Allianztypen übrig. Man kann ja nur immer jeden Allianztyp einmal vergeben, also nur mit einer Fraktion eine solche Allianz eingehen. Zwei bleiben übrig, nämlich Genghis Khan, unser direkter Nachbar. Das sollte gut überlegt sein, der sehr militärstark ist und mit allen sich gut stellt. Militärallianz kann ich mir vorstellen. Wirtschaftsallianz ist, also Militärallianz schließt man üblicherweise mit jemandem an, der die gleichen Feinde hat wie man selber. Wir haben keine Feinde. Wenn, dann hätten wir am ehesten noch die Gallier als Feinde. Die verstehen sich auch halbwegs mit dem Rest der Welt. Vielleicht auch aufgrund der Nachbarschaft. Wir würden ja so ein Dreieck, Gallier, Genghis Khan und wir auf der Karte. Vielleicht machen wir eine Militärallianz mit Genghis Khan. Dann haben wir einen kleinen Kampfbonus, falls es doch zu einem Krieg kommt gegen die Gallier. Durch die Militärallianz. Und danach, ja, machen wir. Hab mich selber gerade überzeugt. Was dagegen spricht, bei einer Wirtschaftsallianz bekommt man, und wenn wir hier Handelsrouten hin und zurück schicken, dann geben die bei einer Militärallianz keine Vorteile, aber bei einer Wirtschaftsallianz gibt es dadurch dann Geld, extra Geld auf Handelsrouten. Das wäre ein Grund, das hier zu machen. Haltet ihr für möglich, dass es einen Krieg gibt gegen die Gallier? Nicht, ne? Soll man dann nicht kurzfristig aufs Geld gucken, mit ihnen einfach eine Wirtschaftsallianz machen, weil die direkt neben uns sind und wahrscheinlich Händler zu uns rüberschicken? Geben eigentlich bei einer Religionsallianz, geben die Handelsrouten da Glauben? Das wäre nämlich noch spannender für uns. Städte von Verbündeten üben keinen religiösen Druck auf uns aus. Wir haben keine Religion, Handelswege geben zusätzlichen Glauben. Das wäre spannend. Aber wir bekommen keinen Glauben von deren Handelswegen, ne? Sondern die bekommen von unseren Handelswegen höchstens Glauben und wir schicken keinen rüber. Was würdet ihr machen, Leute? Also potenziell am spannendsten ist religiöse Allianz. Weil dann können wir uns im Zweifelsfall Glauben hier holen. Wir machen eine religiöse Allianz mit ihm hier. Lassen uns das noch zahlen. Bezahlen. Im Chat heißt es von Slowjaw, der einzig wahre Religion sei der Kapitalismus. Und jetzt bleibt nur noch Hedwig übrig und Hedwig ist ganz weit weg, es ist vollkommen Wumpe eigentlich. Wen mag Hedwig, wen mag sie nicht? Sie hat auch tendenziell ein paar Problemchen mit den Galliern. Selber sehr schwach militärisch. Aber können wir trotzdem machen, schick die Wirtschafts Routen zu uns rüber, die ist so weit weg von allem, erstmal nicht. Wir haben mit ihr die Militärallianz. Einmal Geld müssen wir noch oben drauflegen. Und das war's. Auf den Grenzen hatten wir schon Northbomen mit allen, nach meiner Kenntnis. So, einmal die Krabben. Einmal eine Stadt gründen und zwar jetzt. Meine Damen und Herren,
Mit Genghis Khan hätten wir keine offenen Grenzen, heißt es im Chat von Jing. Das ist leider keine richtige Info von dir, Northbound. Wir haben offene Grenzen. Ciao. Achso, wir haben die jetzt durch die Allianzen. Ja, ich weiß nicht. Honig verkaufen, ja, erstmal Stadt gründen und dann Luxusgüter verkaufen. Und vielleicht auch erst in der nächsten Runde, wenn alle sich daran gewöhnt haben, dass sie Allianzpartner sind und uns dann höhere Preise zahlen. Aber jetzt könnt ihr euch mal in aller Ruhe erstmal einen wunderschönen Stadtnamen überlegen. Für diese Stadt weit im Osten, mit Silber, mit Bernstein, mit Honig, viele Schätze der Natur. Also das ist potenziell, glaube ich, eine Stadt. Ich glaube, dass wir spielen ja auf Kultursieg und auf Tourismussieg auch. Und ich glaube, sehr viele Touristen aus aller Welt werden ihre Hochzeitsreise hier verbringen. Aus zwei Gründen. Erstens ist es draußen kalt. Da bleibt man lieber im Hotel und im Bett. Und das hat gewisse Vorteile, wenn man auf einer Hochzeitsreise ist. Und das zweite Thema, exquisite Geschenke kann man sich hier machen. Bernstein für Schmuck. Honig, Schleckermäulchen kommen auf ihre Kosten. Silber, die tollsten Juweliere der Welt sitzen, glaube ich, hier vorne. Kann man sich Verlobungs- und Hochzeits... Das wird eventuell... Ich glaube, das ist ein Hochzeits... Weltweit. Ich glaube, alle Menschen werden hier eine Hochzeit feiern wollen. Vielleicht fällt euch ein entsprechender schöner Name ein. Für eine Stadt auf Englisch gerne. Wir spielen Engländer. Und My Darling Clementine beispielsweise. Vielleicht fällt euch ja was ein. Honig. Honeymoon. North Bowman. Jawohl. Diese Stadt wird Honeymoon heißen. Sehr schön.